Mit dem Streichquartett Opus 131 von Ludwig van Beethoven beginnt heute unser letztes Konzert des Zyklus in Japans Suntory Hall. Dieses unglaubliche Werk, siebenteilig, in einem durchkomponiert, markiert vielleicht der Höhepunkt von Beethovens Quartettschaffen. Ein nicht zu erklärender Beginn in Cis-Moll, ein Fugato, berührt meiner Meinung nach das Universum. Schon in der großen Fuge erfolgt vor und nach dem Höhepunkt eine Stille, ein komponiertes Anhalten, in dem Beethoven vielleicht den Kontakt nach dort oben sucht. Er sah sich schließlich auch als Schöpfer. Er beginnt also mit einem viertönigen Motiv, was in unendlichen Varianten sämtliche Tonarten durchkreuzt, wächst, wieder absackt, sich mal verschnellert und wieder verlangsamt. Mit dieser Art von Suche oder Stille oder einem Zustand beginnt er also sein groß angelegtes Opus 131. Gefolgt von einem D-Dur-Sätzchen, in dem man das Gefühl hat, diese Musik kenne ich, aber es ist doch ganz neu. Nach einem Rezitativ kommt das Zentrum dieses Satzes, es ist wieder ein Variationssatz, ein groß angelegter Variationssatz, in dem Beethoven abermals größte kompositorische Freiheit präsentiert. Das berühmte Scherzo bringt plötzlich eine neue Klangform. Aus dem fast kinderreimartigen Motiv wird durch Ponticello-Spiel, also Verlagerung des Bogens, an den Steg ein neuer Klang. Zum ersten Mal in der Musikgeschichte. Für den Komponisten Helmut Lachenmann eine wunderbare Stelle, in der er erklären kann, dass aus aktiven Mithören plötzlich der Zuschauer und Zuhörer zum Beobachter wird. Ein ganz entscheidender Schritt in der Musikgeschichte. Es folgt ein sehr melancholisch anmutender langsamer Satz und dann das kraftvoll fast gestemmte Cis-Moll-Finale aus diesem wunderbaren Opus 131. Im zweiten Teil spielen wir dann zunächst Opus 135. Ich glaube, es ist nicht eine Reduktion oder Besinnung auf Einfachheit, sondern ein ganz neues Komponieren. Erstmals wird hier das Streichquartett als 16-seitiges Instrument betrachtet. Alles Überflüssige ist weg und beispielsweise teilt sich im ersten Satz das Thema auf die einzelnen Instrumente auf innerhalb einer Phrase. In wundervoll launigem, humorvollen Gestus bringt Beethoven vier unterschiedliche Sätze. Zu nennen wäre besonders der langsame Satz, denn er ist zunächst in der Illusions-Utopie-Tonart D-Dur und auch dort hält die Musik plötzlich an. Vielleicht nicht zufällig in Cis-Moll, eine Stelle, die wieder Stille in eine Situation umkehren lässt. Der berühmte Satz, es muss sein, beschließt dann Beethovens Quartett schaffen. Wir spielen den Zyklus chronologisch. Eigentlich müssten wir am Ende das nachkomponierte Ersatzfinale aus Opus 130 spielen, was Ataria, der damalige Verleger, von Beethoven verlangt hat, weil die große Fuge beim Publikum durchfiel. Wir haben das große Glück, ein neu komponiertes Werk heute uraufführen zu dürfen, von Bruno Mantovani, der uns ein Beethovenianer geschrieben hat. Ein komisches, lustiges, heiteres, sehr virtuoses Stück, in dem alle 16 Beethoven-Quartette zitiert, verschoben, verschroben, manipuliert, übereinander geschichtet und so weiter werden. Wir danken der Suntory Hall, dass wir das machen dürfen. Wir danken der Nippon Music Foundation für diese wunderbaren Stradivaris, dem Paganini-Set von Stradivari und allen Unterstützern, die uns auf diesem Weg gefolgt sind.